Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute gesehen, dass es ein neues Update gibt von Dress to Impress und da müssen wir natürlich direkt mal reinschauen. Es gibt 45 neue Klamotten, mehr VIP anscheinend, eine neue Währung, Codes, also anscheinend richtig, richtig viel. Okay, hier sieht wirklich direkt alles anders aus. Oh mein Gott, okay, ich muss mich erstmal orientieren. Habt ihr das Update schon gesehen? Falls ja, dann schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Okay, ich muss erstmal schauen. Okay, das Thema, das schaffe ich niemals. School Trip, das schaffe ich never ever. Habt ihr das neue Update schon gesehen? Weil ich finde nämlich, dass das jetzt viel besser aussieht als vorher. Und dadurch, dass es so viele neue Sachen gibt, ist das irgendwie... Boah, guck mal, wie das glänzt. Guck mal, wie das glänzt. Ja, finde ich echt cool, würde ich so anziehen bei einem Schultrip. Ich glaube, ich wäre noch nicht ganz so fashionable dabei. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe schon ein paar Kommentare gelesen, wo ihr geschrieben habt, das gefällt euch richtig gut. Ja, lasst mich einfach mal wissen. Mega, lieb ich ja. Sehr cooles Outfit. Ich wünschte, ich wäre das beim Schulausflug. Obwohl, ich würde, glaube ich, keine Heels tragen beim Schulausflug. Deshalb gibt es einen Punkt Abzug. Das würde ich nur beim Abschlussball machen. So, hier sind einmal die Gewinner von dieser Runde. Finde ich sehr verdient. Okay, hier sieht auch alles anders aus. Oh mein Gott. Okay. Hier sieht alles einfach anders aus. Die haben das komplett umgestaltet. Ich liebe das ja, wenn Leute an ihren Spielen dranbleiben und was mit ihren Spielen machen. Okay, dann finden wir uns mal zurecht hier in dem neuen Thema. Okay, das Thema ist Sci-Fi. Ich glaube, ich mache das so. Irgendwie, keine Ahnung, denke ich bei Sci-Fi direkt so auch an Aliens. Also es ist ja nicht mal nur, also es ist ja überhaupt nicht, aber irgendwie ist es gerade so das Erste, was mir eingefallen ist. Ich habe da jetzt irgendwie direkt an Guardians of the Galaxy gedacht. So, dann schauen wir mal. Es sieht alles richtig anders aus. Also die Texturen sind besser, also so realistischer einfach, ne? Es hat sich extrem grafisch verbessert. Es gibt jetzt mehr Outfits. Und da muss ich an der Stelle halt auch einfach mal sagen, finde ich sehr gut. Finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ich finde das Thema Sci-Fi richtig cool. Muss nur mal schauen, dass ich das jetzt auch irgendwie nice umgesetzt kriege. Okay, so eine Fliegerbrille. Keine Ahnung, ob das cool ist oder nicht. Oh, es ist auch so krass, weil es ist halt alles irgendwie so neu. Und ich muss mich jetzt auch erstmal versuchen, hier irgendwie zurechtzufinden. Oh, wie süß. Wie süß sind denn bitte die Sommersachen? Ich krieg einen Ausraster. Da habe ich direkt keinen Bock mehr auf Sci-Fi. So, und ich habe ja hier auch VIP. Da gehe ich jetzt auch direkt mal rein. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch neue Sachen. Ja, hier gibt es auch. Ist das vielleicht cool? Okay, richtig, richtig viel neuer, cooler Stuff. Aber ich vermute mal, die eine Sache, die mich so nervt, haben sie wahrscheinlich noch nicht gefixt. Nämlich die Tatsache, dass man, wenn ich jetzt das anziehe... Doch, warte mal. Hä? Okay, keine Ahnung, ob das jetzt einfach so Dings war, aber... Okay, nein, kann ich immer noch nicht. Was mache ich denn jetzt? Sci-Fi-mäßig... Ich stehe gerade übelst hart auf dem Schlauch. Ist halt eigentlich ein richtig, richtig cooles Thema. Ich bin nur gerade echt ein bisschen überfordert damit. Wie cool sind bitte die neuen Frisuren, Alter. Wie cool ist das denn bitte? Guckt mal. Überkrass cool. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich hier gerade ein bisschen zu excited, aber ich finde das gerade so cool. Okay, ich brauche noch ein Gesicht irgendwie. Bin mir nicht sicher, ob es neue Gesichter gibt. Ich kann das mal nur so schlecht sagen. Weil die sehen halt alle immer so ein bisschen genervt aus. Okay, für Sci-Fi brauche ich jetzt aber definitiv noch irgendwas, was noch so ein bisschen mehr Sci-Fi schreit. Ja, hä? Wie cool? Nehme ich? Will ich? Ah, es gibt doch neue Muster! Es gibt einfach neue Muster! Jawollo! Okay, auch wenn das ein bisschen... Also ich kann überhaupt nicht so vorhersagen, wie sich das Muster so auswirkt auf... Die Flügel. Nein, die Zeit ist schon um was. Wie schnell ging das denn jetzt? Okay, mich hat das Thema ein bisschen auseinandergenommen. Okay, ja. Was auch immer passiert, passiert. Es fehlt so ein bisschen der Science-Part von Science Fiction. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich habe die Worte auch schon mal kurz rumlaufen sehen. Das holt mich für Sci-Fi nicht so sehr ab. Das holt mich komplett ab.
auch die Jacke und so, ich habe die gar nicht gesehen. Boah, ich muss mich echt hier nochmal so richtig durchwuseln durch alles, weil hier halt einfach so viel neuer Kram ist und die Bühne hier ist ja auch neu und so, also I don't know, es ist nice und ich würde mich voll freuen, wenn es jetzt hier so richtig regelmäßig auch Updates geben. Oh, auch richtig gut mit den Space Buns. Wenn es jetzt hier so richtig oft neue Updates geben würde, das würde mich voll freuen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so sci-fi-ig, muss ich sagen. Das erinnert mich dann eher so an Strand, Beach. Oh, ich bin immer so schlecht bewertet in dem Game. Ich glaube, ich muss aufhören, andere Leute gut zu bewerten. Ich glaube, ich muss wirklich einfach aufhören, andere Leute so gut zu bewerten. Dachte, das war ein Fashion Famous, war das ja schon immer krass, ne? Aber hier hat das ja nochmal völlig neue Ausmaße angenommen. Fotograf, okay, komm, das kann ich hinkriegen. Fotograf, das kann ich doch locker hinkriegen, oder? Komm, also Fotograf, okay. Also Fotograf kann man jetzt natürlich auch unterschiedlich auslegen. Ich würde es jetzt auslegen so als Naturfotograf. Oh, das Muster geht ja gar nicht auf der Hose. Okay, machen wir das so. Ich würde das jetzt so als Naturfotograf auslegen. Ich hoffe nur, dass ich dafür auch irgendwas finde, weil ansonsten ist es natürlich auch ein bisschen blöd, aber ich bin da jetzt mal sehr, sehr hoffnungsvoll. Das glänzt alles so krass. Ich will doch gar nicht, dass das so glänzt. Gibt's hier denn irgendwo auch eine Kamera? Wenn hier das Thema Fotograf existiert, dann muss doch irgendwo eine Kamera rumfliegen, oder nicht? Irgendwo. Oder, ah, hier ist eine Kamera. Gerade sagen, muss ich jetzt das Thema Fotograf umsetzen, ohne dass ich überhaupt hier Dings hab. Das wäre ja auch wild, ne? Ohne eine Kamera. Ich habe echt gedacht, das wird jetzt richtig easy, aber so, ich finde überhaupt nicht so viel, wie ich gerne finden wollen würde. Ich will halt dieses Wildlife-Fotograf-Dings machen. Ich weiß nicht, wie es die anderen interpretieren. Ich habe schon sehr viele sehr fashionable Outfits gesehen. Aber ich bin ja auch, ich gucke ja auch, ich habe ja auch fast jede Folge GNDM gesehen in den letzten Jahren. Also dieses Jahr tatsächlich fast keine, aber die sind da auch nicht so krass ausgefallen unterwegs gewesen, die Fotografen. Die Models ja, aber die Fotografen nicht. Kann jetzt nicht sagen, ob das immer so ist, aber für mein Gefühl schon. Boah, Leute, kritisch. Kritisch bin ich ehrlich gerade. Mein Thema geht gar nicht auf. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Irgendwie so Schuhe. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Absatzschuhe tragen würde. So im Wildlife. Wäre jetzt nicht meine erste Idee. Okay, irgendwie das. Boah, die machen alle was komplett anderes als ich. Warum machen die denn alle was komplett anderes als ich? Wir haben doch alles gleiche Thema. Was macht ihr denn für einen Fotografen? Wie sieht denn euer Fotograf aus, frage ich mich. Oh je. So, ich glaube, dann gehe ich nämlich lieber mit diesen Schuhen hier. Ja, kann man jetzt auch sagen, so Winterschuhe und kurze Hose ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der Mix and Match, den man sich so wünscht, aber ja, Mann, was soll man machen, ne? Mal hier so ein Fischerhut. Und dann will ich aber noch Haare haben. Das wäre noch nicht schlecht. Irgendwas relativ Simples, denke ich mir da. Das hier. Das könnte doch perfekt sein. So machen wir das. Das muss ja praktisch sein. Wenn wir Tiere fotografieren gehen. Oder Pflanzen oder was auch immer. Dann muss das ja auch ein bisschen praktisch sein. Ich krieg halt wahrscheinlich einfach 0 Punkte. Ich krieg 0 Punkte von den anderen. Ich werde einfach schon wieder bodenlos. Warte. Wildlife. Oh. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber da ist mir zu viel los für einen Fotografen. Da muss ich jetzt mal hart bewerten. Da muss ich jetzt mal ganz knallhart bewerten. 2 Sterne. Ich will einfach nur auch mal gewinnen, Mann. Das ist ja doch mehr so Model als Fotograf. Oder Mann, ich will ja nicht sagen, dass Fotografen nicht auch total heftig aussehen können. Das will ich ja auch nicht sagen. Aber irgendwie, das hat es jetzt für mich nicht ganz auf den Kopf getroffen. Vielleicht denke ich hier auch falsch. Ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Auch hier, das ist halt voll so ein Model of Duty Outfit. Aber gibt mir gerade nicht so viel. Ich mag aber, dass sie die Augen da so zugemacht hat. Deshalb machen wir 3 Sterne. Aber das gibt mir mehr so Model of Duty als Fotograf. Oder bin ich da jetzt falsch unterwegs? Das ist schon ein cooles Outfit. Ich kann mir das halt auch so bei einem Fotografen echt gut vorstellen. Weil es jetzt halt nicht so super viel ist. Ja, New York Photographer, das passt schon ganz gut. Aber halt trotzdem sehr, sehr fashionable. Nee, das holt mich jetzt auch gar nicht für das Thema ab.
Aber das ist halt das, was ich meine. Wir haben das alles so krass unterschiedlich interpretiert. Deshalb habe ich bei mir noch versucht, irgendwie schnell dazu zu schreiben, um was es bei mir geht, weil ich das unheimlich schwierig finde zu verstehen, welche Art von Fotograf ist man jetzt, ne? Also ich wollte es auch gerade schreiben, aber tut mir leid. Tut mir leid, ich würde gerne gewinnen. Ich bin jetzt Fashionista. Uha. Was? Achter Platz? Ey, die können mich hier wirklich gar nicht leiden, ne? Die können mich hier gar nicht leiden. Bodenlos. Ey, ich sag's euch ehrlich, ne? Also, das war ja damals bei Fashion Famous war das ja auch schon immer richtig krass, dass man sich so übelst hart bewertet hat und so quasi nicht gewinnen konnte. Aber das ist ja hier einfach nochmal anders. Also vielleicht sind auch einfach alle meine Outfits und Ideen schlecht. Das mag alles sein. Das kann ich mir absolut vorstellen. Die sind aber auch sehr abstrakt geworden mit ihren Themen, muss ich sagen. Ich könnte jetzt natürlich... Ah ja, doch, die machen alle Inside Out hier. Die machen alle Inside Out. Haben wir letztens ein ganzes Video dazu gemacht. Zu Inside Out. Ein komplettes Video. Und jetzt gibt's hier doch tatsächlich so ein Thema. Ich pack es ja einfach nicht. Ich mach hier Ekel. Muss ich mir nur mal aufmachen, weil ich habe das alles nicht komplett im Kopf. Okay, die hat irgendwie so eine Capri-Hose an und da drüber so ein weit ausgestelltes Kleid. Mal schauen, ob ich da was finde. Ja, die machen alle einfach Inside Out. Wie witzig ist das denn einfach? Okay. Oh, jetzt finde ich hier kein passendes Kleid. Das ist doch doof. Das vielleicht? Ja, das passt doch am besten, glaube ich. Und dann gucke ich mal, ob es hier so ein Muster gibt. Ich glaube, ich habe doch was gesehen. Die hat halt so ein Blümchenmuster. Aber das Kleid ist halt schon irgendwie komplett grün. Also passt vielleicht das am besten? Ich vermute, das passt tatsächlich am besten, ja. Aber auch wenn es jetzt nicht ganz perfekt ist, weil da sind Monstera-Blätter drauf. Aber egal. Okay, dann brauche ich noch einen Gürtel. Und so Ballerinaschuhe. Ein Gürtel. Ich habe vorhin irgendwo einen Gürtel rumfliegen sehen. Na super, jetzt sieht man den einfach nicht. Ach, Mann. Egal. It doesn't matter. Okay, die Haare, die sind so ein kurzer Bob mit einem seitlichen Pony. Das ist eigentlich die perfekte Frisur. Jetzt gucke ich mal nach einem passenden Gesicht. Was angeekelt ist. Die gucken doch alle so ein bisschen angeekelt. Gibt es eine, die noch ein bisschen genervter guckt? Ich glaube, die guckt relativ genervt. Vielleicht bilde ich mir das aber halt auch einfach ein, ne? Mann, warum ist das so schwer? Ach nee, das ist auch blöd, Mann. Ich habe das die ganze Zeit irgendwie so im Kopf gehabt, dass sie so total... Oh, jetzt habe ich keine Schuhe an und nichts. Sie haben mich zu lange aufgehalten. Ich werde einfach wieder verlieren. Ich werde knallhart wieder verlieren. Bodenlos werde ich das wieder verlieren. Ja, aber da, also ich finde den Gesichtsausdruck halt richtig gut, aber da gefällt mir der Rest nicht so. Sie hat vielleicht Wut gemacht. Finde ich not bad. Sie guckt nur leider überhaupt nicht wütend. Ich muss aufhören, Leuten Punkte zu geben. Ich muss ehrlich einfach aufhören, Leuten Punkte zu geben. Sonst werde ich das nie gewinnen. It's not giving. Also selbst wenn ich jetzt nicht an Inside Out denke, weiß ich jetzt gar nicht, was das für eine Emotion war. Oh, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut gemacht hier. Das erkenne ich natürlich auch aus dem zweiten Teil. Ja. Ja. Es ist leider richtig gut. Ich muss viele Punkte geben. Ich muss eigentlich überhaupt nichts. Aber ich gebe trotzdem viele Punkte, weil es wirklich gut ist. War sie nicht gerade schon? Ist das nicht das gleiche Outfit wie eben? Da habe ich, glaube ich, 4 Sterne gegeben. Da mache ich das jetzt auch. Ich glaube, es ist nicht ganz das gleiche Outfit. Die haben einfach nur das gleiche gemacht. Eieiei. Hier haben wir nochmal Joy. Okay, sie hatte keine Zeit. Geben wir mal 2 Sterne dafür, weil für das, dass sie keine Zeit hatte, ist sie schon relativ weit gekommen. Ach, wisst ihr was? Ich kann hier gar nichts gewinnen. Das ist doch furchtbar. Also, trotz des neuen super coolen Updates kann ich einfach nicht gewinnen. Ich lande hier einfach immer ganz weit hinten. Ja, okay, vielleicht haue ich ja auch nicht die krassesten Outfits raus, aber warum gewinne ich nicht? Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video. Ihr schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao.